Grüß euch miteinander, herzlich willkommen beim Jungfrau-Zeitung Panorama aus Bern. Heute sind wir unter anderem auf dem Bödeli unterwegs. Weniger Besucher und fehlende Touristen. Das ist das Fazit vom Ice Magic zu Interlaken. Und in den Beatushöllinnen wird für die Nachwelt eine Botschaft hinterlassen. Jetzt aber zuerst mal noch aktuelle Kurzmeldungen aus der Region. Böen bis zu 100 km/h gemessen. Unfall im Kanton Bern. Das Unwetter hat in der Nacht auf heute weitere Teile der Schweiz überquert. Im Flachland sind verbreitet Böen mit einer Geschwindigkeit von knapp 100 km pro Stunde gemessen worden. Ein paar Luftseilbahnen mussten ihre Betriebe einstellen. Martin Nye im ersten Spiel niedergerungen. Der EHC Thun hat am Samstag die Playoff-Viertelfinalserie gegen HCV Martin Nye gestartet. Mit einem Kraftakt am Schluss haben sich die Thuner den Sieg geholt. Die Hoffnung steigt, trotz fehlenden Chinesen. Die Aussichten für den Schweizer Tourismus hellen sich auf. Die Aufhebung von fast allen Corona-Einschränkungen lässt die Branchenvertreter hoffen. Vor allem auf die Rückkehr von ausländischen Gästen. Noch kommen sie aber noch lange nicht so zahlreich wie vor der Pandemie. Vor allem die chinesischen Besucher laufen sich warten. Das Ice Magic zu Interlaken. Letzte Saison hat man Zwangspause einlegen. Diese Saison hat man mit Auflagen wieder über die Höhenmatte schlöfeln. Bis am 26. Februar ist das Ice Magic noch offen. Die Veranstalter die schauen schon mal zurück und reden mit uns unter anderem über weniger Besucher und fehlende Touristen. Mein Name ist Daniel Sulzer, ich bin der Präsident des Vereins Chancen Winter, aber ich habe Funktion als Tourismusdirektor von Interlaken. Ja, wir haben die erfreuliche siebte Saison können eröffnen für diesen Winter und wir mussten ein Jahr überspringen wegen der Pandemie. Wir haben sehr gekämpft, dass es überhaupt möglich ist. Sicher einerseits wegen dem Erlebnis, das wir unseren Gästen aber auch die Einheimischen können bieten. Aber ich war auch sehr erleichtert, weil wir wussten, dass die Finanzierung dank der Gemeinden und anderen Sponsoren und Partnern überhaupt möglich ist. Ja, am Anfang ist es sehr gut losgegangen, am Anfang des Winters, auch über die Festtage und in der Neujahrswoche hatten wir recht viele Besucher gehabt. Und sehr viele hatten auch den Bedarf gehabt, nachzuholen für das übersprungene Jahr. Aber jetzt im letzten Teil, so ab Anfang Februar, Mitte Februar, hat es schon stark nachgegeben. Also man merkt jetzt einerseits klar das Fehlen von den internationalen Gästen, aber auch die Einheimischen kommen weniger. Das ist bedauerlich, aber auch insofern verständlich, dass eben die Pandemie mit diesen Auflagen halt die Leute auch ein bisschen abgehauen auf das Ice Magic zu kommen. Wir haben uns einfach jederzeit an Behörden gehalten, an Massnahmen, die verordnet wurden, und wir mussten ein Zertifikat prüfen. Beim Eingang und beim Chalet Restaurant haben wir auch müssen Zertifikat prüfen. Das waren die Auflagen, die zwischendurch halt einfach zu einer Annulation von einem Verein oder von einer Organisation geführt haben. Ja, pandemiebedingt haben wir sicher weniger Besucher gehabt als in den Vorjahren. Ich denke, die Auflagen haben sich verändert. Wir haben aber auch sehr früh Gewissheit gehabt, dass wir von der Behörde Bewilligungen bekommen. Und die Leute waren so gespannt von der letzten Zeit, wo sie nicht raus können und nichts erleben konnten, dass sie einfach gesagt haben, jetzt müssen wir auf das Ice Magic und vor allem eben über die Festtage und über das neue Jahr. Und dann hat das deutlich nachgelassen. Absolut, ich würde es als gutes Jahr bezeichnen, auch mit einer Einbusse, weil einfach die internationalen Touristen fehlen in Interlaken. Das ist eigentlich der Auslöser, das können wir nicht kompensieren. Ja, also die Highlight von diesem Ice Magic, von dieser Ausgabe, war sicher, dass es überhaupt stattfinden konnte. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle allen Partnern, Gemeinden und Sponsoren. Das ist ganz wichtig, sonst funktioniert das Ice Magic einfach nicht. Und dann persönlich habe ich auch noch den 1. Jänner, also den Silvesteranlass, sehr schön gefunden mit einem DJ, der gute Stimmung hat gebracht und auch viele Leute kommen. Vom gefrorenen Wasser jetzt zum Flüssigen. Das fließt ja in Form von Wasserfällen bei den Beatushöllinnen den Berg herab. Anfang April ist dort eine Saisoneröffnung. Es geht unter anderem auch das neue Restaurant auf. Vor dieser Eröffnung wird aber für die Nachwelt noch ein kleiner Schatz vergraben.
Ich bin Michael Rupp, Geschäftsleiter der Beatus Söhle Genossenschaft. Bereits 12 Jahre hier in diesem Betrieb tätig. Ich bin Gerhard Schahn, wohnhaft in Merligen. Ich bin ein Teil des Duo Châtelet von Jägerlehner. Heute haben wir einen symbolischen Akt gemacht. Der Rohbau ist eigentlich in diesem Sinne fast abgeschlossen. Und bevor dass wir die letzten Platten verlegen, tun wir jetzt noch das Geheimnis eingraben. Das sind alle Dokumente, alle Pläne, die für unser Nachkommen später vielleicht wieder mal von Bedeutung hat. Wir sind sogenannte regionale Grösse, also ich bin ja nicht so gross, aber verankert im Hier und im Jetzt. Und darum hat man uns gefragt. Hauptsächlich Pläne haben wir dort in die Schatulle da. Vor allem Grundpläne, Planungspläne und auch der Schluss vom letzten Jahr, wo wir vor allem auch musikalisch abgeschlossen haben. Häufig vielleicht nicht, aber es ist eine gewisse Tradition. Der ganze Betrieb hier hat eine lange Tradition. Die Genossenschaft ist 1904 gegründet worden. Und nicht zuletzt mit diesem Projekt ist es für die Genossenschaft sicher ein Meilenstein. Jetzt mit der Sanierung Restaurant, mit einem sukzessiven Ganzjahresbetrieb. Und das hat uns bewegt, dass wir dort auch das archivieren im Boden. Ja, es entspricht nicht mehr den heutigen Bedürfnissen. Man kennt, dass man Beatus Höhle etwa 3 Mal im Leben besucht. Das ist, wenn man Kind ist, klein, wenn man selber Kind hat oder wenn man Grosseltern hat und dann Kind mitnimmt. Also das ist nicht ein Ausflugsziel, das man regelmässig besucht. Und das war der Grund, dass wir strategisch neu ausgerichtet und insbesondere einen Schwerpunkt neben der Höhle auf Gastronomie legen. Ja, es ist natürlich so ein touristisches Aushängeschild. Und wenn man da, ich war als Kind viel zu Merligen gesehen und dann ist man da den Pilgerweg hinterher gelaufen und weiter. Und muss gestehen, meistens ist man dann nicht in die Höhle rein, aber schon nur hier drum herum zu sein, das war eigentlich immer eine Attraktion als Kind. Und, ja, es ist etwas gelaufen, die weite Welt hat man da ein bisschen erlebt. Ich bin zuversichtlich, schon im letzten Jahr, wo Corona war, bin ich zuversichtlich gewesen. Ich hätte nicht geglaubt, dass es wirklich ein gutes Jahr gibt. Also, wir hatten noch nie so viele Besucher wie letztes Jahr. Und insbesondere auf einen Ganzjahresbetrieb sehen wir ein grosses Potenzial mit der Gastronomie, aber auch Besuch von Höhle. Dass das die Schweizer Gäste, aber natürlich auch die internationalen Gäste sehr schätzen, dass neben dem Schnee auch das Angebot da ist. Ja, der Herr Rupp, der hat ja eine Regenjacke gehabt, hier im Gespräch. Und ob er die nächsten Tage auch noch braucht, das klären wir in ein paar Momenten mit unseren Kollegen von Meteo News. So viel für heute. Mehr spannende Artikel findet ihr auf unserer Webseite jungfrauzeitung.ch und uns gibt es morgen Abend wieder. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Meine Damen und Herren, grüße euch miteinander und ganz herzlich willkommen zum Jungfrau-Zeitig-Wetter für das Berner Oberland. Heute hat sich zum Teil noch für längere Zeit die Sonne gezeigt, also so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm, wobei der Wind speziell in höheren Lagen heute schon mal kräftig zugelegt hat. Morgen, da sind wir aber definitiv im Einflussbereich vom Sturmtief Antonian. Das sehen wir auch schon schön auf der Strömungsanimation, wie es heute da eine richtig britische Insel ist gezogen. Morgen zieht es dann weiter Richtung Ostsee, ein riesiges Windfeld und wird ja bei uns im Oberland beschäftigen. Bereits in der Nacht auf morgen wird es auf den Bergen stürmisch. Es gibt lokal Orkanböen, vor allem in exponierten Gipfeln und Kammlagen. Aber auch in den Tälern kann es morgen vorübergehend starken bis stürmischen Wind geben. Dazu am Morgen eine aktive Kaltfront. Der Mänti startet also drüben mit zum Teil kräftigem Niederschlag. Die Schöbergrenze sinkt auf etwa 600 bis 800 Meter. Aber bereits im Verlauf des Vormittags hinter der Front kann es zum Teil ein paar Auflockerungen geben. Temperaturen zu Thun, Spiez und Interlaken morgen früh so bei um die 6 Grad zu Grindelwald. Da starten wir mit etwa 2 Grad in die neue Woche. Am Nachmittag da haben wir Rückseitenwetter. Es gibt Auflockerungen dazwischen, aber auch immer mal wieder ein gutes Regen oder ab 600 bis 800 Meter ein Schneegestöber. Temperaturen die reichen rund 7 Grad am Thunerund Brienzersee. Zum Beispiel das Adelboden messen wir etwa 1 Grad dazu. Ist vor allem auf den Bergen weiterhin sehr windig. Da haben wir zum Teil Orkanböen mit dabei. Ja, und windig und dynamisch geht es am Dienstag weiter. Vor allem in der Nacht auf den Dienstag ist es wieder häufig nass. Am Dienstag selber rechnet es im Verlauf des Tages langsam ein bisschen ab. Schnee gibt es ab etwa 700 bis 800 Meter.
Meter, Temperaturen bei 7 Grad. Vor allem auf den Bergen ist es so weiterhin windig. Übrigens kommt einiges an Neuschnee zusammen. In höheren Lagen gibt es also wirklich noch mal eine ordentliche Portion Schnee bis am Dienstagabend. Mittwoch noch mal zuerst viele Wolken, zum Teil nass, tagsüber dann langsam ein Zwischenhoch, das durchkommt. Dann dürfte es am Donnerstag zum Teil sonnig werden und auch wieder milder. Auf den Freitag kommt aus heutiger Sicht aber schon wieder die nächste Störung hinein. Das war's vom Wetter. Ich wünsche einen guten Wochenstart und auf Wiedersehen mit der